Hallo, ich habe gedacht, wir könnten mal zusammen ein First Impressions Video machen. Ich habe ja ein paar neue Sachen gekauft. Das New In Video sollte eigentlich vor diesem Video kommen. Ich hoffe, ich habe da jetzt keinen Fehler gemacht. Wenn alles so läuft, wie ich es mir vorgestellt habe, könnt ihr euch das anschauen. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, verlinke ich euch das nochmal in der Infobox. Ansonsten ist es jetzt einfach ein First Impressions Video, wo ihr die Produkte eben jetzt als erstes seht. Als allererstes habe ich hier diesen Beauty Balm. Das ist der 8-in-1 Beauty Balm von Maybelline. Den hatte ich ja auf meinem Handrücken ausprobiert und da war der mir viel zu hell. Ich habe gedacht, wir geben ihm noch eine Chance und ich probiere ihn jetzt doch mal im Gesicht aus. Wenn es ganz, ganz schlimm ist, ich schüttel es erstmal, müssen wir halt dann nochmal gucken, was wir damit machen. Ich mache schon mal meine Wimpern-Dings an. Ja, ich hoffe, es ist einfach in Ordnung. Ansonsten muss ich mich halt nochmal gesichtsmäßig abschminken. So, ich hatte euch das schon alles genauer gezeigt. Die Farbe sieht so aus, das ist eben so ein Aprikoton. Ich probiere es jetzt einfach mal. Wie ich das jetzt so drauf gebe. Ich habe da jetzt auch so ein bisschen rötliche Stellen. Das liegt daran, dass ich gerade mein Gesicht gewaschen habe. Ich war zwar heute nicht geschminkt, aber trotzdem bin ich den ganzen Tag herumgelaufen und habe eben mein Gesicht jetzt einmal gewaschen. Und jetzt habe ich gerade gedacht, da ist jemand gekommen. Vor allem an den Wangen habe ich eben dann diese rötlichen Stellen. Ja, bis jetzt sage ich, es ist in Ordnung. Es ist jetzt nicht der Oberburner, aber es ist auf jeden Fall nicht viel, viel zu hell. Und das ist ja schon mal was, ne? So, die Konsistenz ist sehr flüssig. Nicht jetzt wie zum Beispiel bei dem von Nivea, da hatte ich ja das Problem, dass das einfach so dickflüssig ist, dass ich das immer nur mit einem Öl in Verbindung auftragen konnte, weil man das sonst einfach nicht verstreichen konnte. Das ist bei dem jetzt gar nicht so, das ist so richtig flüssig. Die Nase muss noch was, jetzt klingt mein Telefon. Ich muss da eben rangehen. So, da bin ich wieder, das war ein wichtiger Anruf, da musste ich jetzt eben noch Sachen aufschreiben und so weiter. Ja, ich habe das jetzt alles so ein bisschen eingearbeitet. Ich schaue mir das gerade mal noch genauer an. Ja, was heißt ebenmäßiger Teint? Weiß ich jetzt nicht. Also ich muss ehrlich sagen, mir gibt das jetzt gerade gar nichts. Also ich sehe keinen Unterschied zu davor. Ich versuche das jetzt mal noch mal ein bisschen, ups, über die Rötung an den Wangen aufzutragen. Ja, weiß ich nicht. Also, ich weiß nicht, wahrscheinlich sieht man das über die Kamera jetzt wahrscheinlich noch viel schlechter als sonst irgendwie, aber macht für mich jetzt keinen großen Unterschied. Gut, wir machen jetzt einfach erstmal weiter. Ich werde jetzt meine Urban Decay Primer Potion benutzen als Lidschattenbase. Oh, meine Wimpernzange. Die habe ich jetzt natürlich schon relativ lange an. Durch das Telefonat. Ich glaube, die mache ich gleich mal. Muss mal gleich die Wimpern biegen und dann mache ich die aus. So. So. Soweit, so gut. Ich habe das jetzt ausgemacht. Wir kümmern uns jetzt um den Lidschatten. Da werde ich diese beiden verwenden. Das ist einmal hier dieser in Copper Chrome und dieser in Coffee Shop Queen. Und dafür hole ich euch selbstverständlich etwas näher. So, wir beginnen erstmal mit Coffee Shop Queen. Das ist einer von diesen Color-Up Eyeshadows. Den zeige ich euch nochmal geöffnet, wenn ich ihn aufkriege. Doch. So, das ist die Farbe. Und da gehe ich jetzt mit meinem Pinsel rein. Und trage mir den erstmal auf mein gesamtes Lid auf. So eine schöne Farbe. Ich hoffe, ihr könnt das jetzt gerade sehen. Ich finde es ja echt toll. Die Pigmentierung ist auch nicht schlecht. Ist sehr buttrig auch.
Soweit so gut erstmal. Das ist der Lidschatten erstmal. Und jetzt kommen wir zu dem High Chrome Lidschatten in der Farbe Copper Chrome, der so aussieht. Und da werde ich jetzt mit meinem Smoky Eyebrush reingehen und werde mir das etwas in die Lidfalte geben. Und werde mir das bis in die Mitte des Lids vorziehen und eben auch ein bisschen nach oben arbeiten. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite auch noch. Und was wir jetzt eigentlich nur noch machen, ist ein bisschen verblenden. Dafür nehme ich mir meinen Blendepinsel und mein Puder. Das ist das von Flomar, wie immer. Verblende das noch etwas hier oben. Ich muss sagen, mir gefällt das so schon ganz gut. Also die beiden Farben sind einfach wunderschön. Ich finde, sie harmonieren auch zusammen, obwohl das Braun, was wir so auf das ganze Lid aufgetragen haben, oder beziehungsweise ich, Wort fällt mir ein. Kühler. Kühler ist als der Kopperton. Aber es gefällt mir, wie gesagt, sehr gut. Ja, soweit, so gut, oder? Also ich finde es ganz schön. Ich werde jetzt eben meine Wimpern tuschen. Und zwar werde ich da die Clump Crusher Mascara von CoverGirl nehmen. So, meine Wimpern habe ich getuscht. Ich werde noch mal eben meine Augenbrauen machen. Da muss ich euch jetzt auch nicht unbedingt dabei haben, weil es ist halt irgendwie immer das Gleiche. Und wir sehen uns gleich wieder für Blush. So, die Augenbrauen hätten wir auch. Ich komme jetzt nochmal näher, damit ihr vielleicht nochmal den Lidschatten ein bisschen besser sehen könnt. Ja, ich weiß, ich muss wieder die Augenbrauen zupfen. Vielleicht seht ihr es ja gar nicht. Ich hoffe, ihr seht es nicht. Ansonsten, das sind die Farben. Ich finde sie echt toll. Also, P2, Hut ab. Ich bin begeistert. Jo, soweit so gut. Ich habe mir jetzt das Ganze nochmal angeschaut mit dieser BB-Cream. Es wird besser, muss ich sagen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass die nachpigmentiert, kann man das so sagen? Also ich finde, die hat jetzt mittlerweile stärkere Deckkraft als vorhin. Hier habe ich natürlich irgendwie so einen komischen roten, komischen roten Dingens. Aber ansonsten, ja, kann man das auf jeden Fall machen. Oder? Jo. Genau, und als Blush werde ich jetzt noch meinen Dream Bouncy Blush in Peach Satin nehmen. Das ist ja umsonst zu dieser Creme im Moment bei DM gibt. Und das sieht so aus. Ich werde das jetzt einfach mal mit dem Finger auftragen. Upsala. So. Jetzt bin ich gespannt, wie das funktionieren wird. Ich gebe mir das jetzt einfach hier drauf. Und verstreiche das dann so ein bisschen. Ich beeile mich da jetzt auch ein bisschen, weil ich nicht weiß, wie schnell das dann, was heißt fest wird, aber wisst ihr, was ich meine? Und schon habe ich die ersten Härchen drin. Das ist natürlich nicht so schön. Habe ich ein bisschen viel erwischt, ne? Wobei, vielleicht sieht man es dann endlich mal in der Kamera. Wenn ihr euch wundert, warum ich so nach oben gucke, ich habe da einen großen Spiegel. Ja, was ich da noch sagen wollte, war, ich habe da einen großen Spiegel. Blöderweise war meine Speicherkarte voll. Ich konnte mir in den Hintern beißen. Ja, ich habe aber eigentlich auch nicht mehr viel gemacht. Ich habe eben fertig das Blush aufgetragen, das ihr hoffentlich jetzt sehen könnt. Ich finde es super schön. Ich habe ja zuerst gedacht, naja, ich hätte lieber eine andere Farbe gehabt, aber die gibt einfach einen unglaublichen frische Hauch auf die Wangen. Mein Gott, wie wunderschön ausgedrückt. Nee, also ich finde es wirklich schön. Es sieht frisch aus, auf jeden Fall. Und ja, es ist sehr schön. Ich werde jetzt auch nicht mehr machen. Das heißt, es kommt nichts mehr auf die Lippen, kein Highlighter, kein gar nichts. Einfach aus dem Grund, weil ich euch ja den ersten Eindruck zu diesen Produkten zeigen wollte. Und das habe ich getan. Es ist gerade eine Biene oder eine Wespe in die Wohnung geflogen. Die finden doch da nie wieder raus. Da werde ich immer aggressiv, ne? Naja, wie dem auch sei, ich werde nichts anderes mehr verwenden, weil First Impressions und so. Ich kann eigentlich alles bis jetzt empfehlen.
Diese 18.1 Beauty Bahn, ja, das weiß ich noch nicht genau. Das muss ich mir nur ein bisschen genauer angucken. Wobei ich jetzt, wenn ich so in den Spiegel gucke, eigentlich ganz angetan davon bin. Ich versuche das mal nochmal so ein bisschen, vielleicht auf diese rote Stelle aufzutupfen. Vielleicht kaschiert das das hier. Okay, tupfen ist nicht. Jetzt habe ich natürlich noch Zeugs an den Händen. So. Jo. Wie gesagt, da weiß ich jetzt noch nicht ganz genau, wie ich das finde. Das muss ich einfach mal ein bisschen länger noch testen. Aber so auch für den ersten Eindruck ist ganz okay. Was mir nicht so gut gefällt, aber ich meine, klar, es ist halt, es ist nicht Make-up, aber es ist Make-up ähnlich, sag ich mal. Man sieht, dass man eben was im Gesicht hat. Da trage ich dann lieber meinen Puder und habe das alles so ein bisschen ebenmäßiger als sowas. Wahrscheinlich sieht man das jetzt in der Kamera nicht so doll und euch wird es vielleicht auch nicht stören, weil ihr generell sonst auch Make-up tragt. Ich mache das ja eigentlich nie, darum ist das immer ein bisschen ungewohnt für mich und ja, aber was soll's. Lichtschutzfaktor 30, heute bei diesem unglaublich heißen Wetter. Ja, es hat 22 Grad, aber ich möchte mich nicht beschweren, immerhin Sonne und warm. Ich meine, wir hatten gestern, ich glaube, nachts 5 oder 7 Grad. Hallo, es ist August, da komme ich ja schon gar nicht drauf klar. Ja. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und ich sage vielen Dank fürs Zugucken und alle Produkte findet ihr nochmal in der Infobox und ich sage einfach mal bis bald. Tschüss.